Willkommen zurück zu Miitopia! Girlfriend hätte gerne eine Gabel. Die kaufe ich dir doch gerne. Brauchst du noch ein Messer? Noch einen Löffel? Oder nur die Gabel? Wahrscheinlich nur die Gabel zum Pieksen. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Gut. In der letzten Folge ist einiges passiert. Wir haben nämlich die fesche Fee Soldo mit uns. Und den Young Mike. Ja, der ist ziemlich young, würde ich mal sagen. Ja, wir brauchen uns gar nicht so viel kennenlernen, tatsächlich. Futtern hätte ich Bock. Komm, wir futtern mal ein bisschen. Probier. Sie mag es. Sie mag Fleisch. Ja, dann ist doch das schöne Koboldfleisch. Nom, nom, nom. Angriff ist sowieso ganz gut für sie. Was sagst du zum Eis? Ja, Abwehr und Tempo. Ja, warum nicht, ne? Aber habe ich nichts mehr von. Probier mal den Felsenschoki. Nicht so. Ach, schade. Was mag denn, ja, ich weiß nicht. Ich gebe dir ein bisschen Koboldschinken. Weil ich kann sowieso die besten Sets haben, wie es geht. Ist ziemlich egal, was ich uplevel. Alles ziemlich gut bei mir. Roulette. Können wir nochmal kurz machen. Eichelgeschoss hört sich doch lustig an. Ich möchte schon gerne Eichel schießen. Komm, let's go. Ich will das freischalten. Komm schon. Please, 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 please. Nein. Die ganze Zeit nur Ausflugstickets. Die sind auch ziemlich gut. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tickets ich habe. Aber egal, komm. Ernsthaft jetzt? Ich krieg die ganze Zeit nur Ausflugstickets? Wow. Immer noch nur die Ausflugstickets. Okay, da haben wir wohl keine mehr. Und jetzt können wir ganz viele Ausflüge machen. Ich muss gerade gucken, wie das so läuft hier. Ja, können wir kurz machen, ein paar Ausflüge. Ich würde sagen, falls irgendwas Interessantes passiert, sehen wir uns gleich wieder. Ich level ein bisschen hoch und dann zeige ich euch gleich das Endresultat. Mike und Girlfriend. Die zwei scheinen Spaß zu haben. Ach ja. Jetzt bin ich eifersüchtig. Uff. Warum kommt jetzt ein Gegner auf dem Weg? Zum Urlaub, sag ich mal. Okay, das hab ich noch nie. Seltsam. Ein Kinobesuch ohne Popcorn. Yum. Oh, der Film geht gleich los. Wow, war das gut. Oh ja, ich liebe Popcorn. Ich habe meins nicht mal angefasst. Wir schauen einen Horrorfilm. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ruhe im Kinosaal. So, ich und Girlfriend sind nun auf Level 10. Und jetzt glaube ich, level ich erstmal. Lass mal sehen. Jetzt habe ich die beiden gelevelt auf Level 10. Jetzt level ich noch kurz Young Mike und Mike auf Level 10 und dann. Ja, GF und Young Mike auf Level 10. Ja, das ist mein Plan. So, ich habe jetzt Mike und Young Mike auf Level 10 gebracht. Und jetzt den Rest zeige ich noch, weil dieser botanische Garten, ich meine, das war neu. Sieh nun diese Tulpen an. Wie hübsch. Schon mal was von Blumensprache gehört? Nee, was ist das? In der Blumensprache wird jeder Blume eine Bedeutung zugeschrieben. Zum Beispiel, also rote Tulpen beispielsweise, stehen für eine Liebeserklärung. Ja, ist gut für Boyfriend zu wissen, wa? Super. Bling. So, ich glaube, die alle, also die beiden,
sind, glaube ich, noch neu. Also Pferdeausflug wahrscheinlich eher nicht, aber die werde ich auch jetzt auch noch nicht benutzen, weil ich darauf gerade keine Lust habe. Ich werde wahrscheinlich irgendwann in Zukunft auch noch viel mehr von diesen Spaziergängen hier rausschneiden. Das ist jetzt nur der Anfang vom sowas rausgeschnitten. Wow, Schmetterling, Nektar. Was auf Süßes. Kannst du das sagen? Let's go, naschen. Toll, nicht mehr Level Up. Schade. Naja, egal. Wir haben noch 5 Tickets. Ja, okay, die reichen aber nicht für Level 10. Dann lass ich die einfach da in dem Zimmer liegen. Und dann leveln die schon so. Schon wieder ein Gegner einfach so. Hä? Ich verstehe das nicht wirklich, wann das auftauchen kann und wann nicht. Aber okay, cool. Das hat zumindest ein bisschen geholfen, tatsächlich. Level 5 Bekannte. Ich wollte sie eigentlich auf Level 10 bringen. Das gehen wir hoffentlich noch gleich hin. Bäm, mit der Gabel aufgespießt, die Tomate. Schön. So, was haben wir jetzt hier? Was ist das für ein herrlicher Duft? In der Tat. Welche Blume das wohl ist? Diese hier. Hast recht. Cool. Wow. Heftig. Krank. Episch. Was weiß ich. Trainingsraum. Lasst uns mal ein bisschen trainieren. Lass uns im Trainingsraum schwitzen. Reden wir nicht über den langen heißen Brei herum. Master Davis, 1 und 1. Und welches Training wirst du halt absolvieren? Ich nehme das Laufband. Okay. Wie das vorgespult aussah. Ein paar Bonbons. Schaut mal, wie viele wir jetzt von allem haben. Krank. Das ist wirklich, wirklich viel. Komm, geht noch mal Fitnessstudio. Bisschen Training. Kann nicht schaden, wa? Zeit für die Handlehrer-Herausforderung. Du schaffst das, Girlfriend. Das reicht für heute. Okay. Ja, Handeln können schwer sein. Krasse Info, die ich euch hier geben kann. Ja. Weiß ich nur von eigener Erfahrung. Handeln können schwer sein. In der Tat. Das genügt fürs Erste. Bin ich platt? Ja. Oh. Okay, dann trinkt euch mal hier ein bisschen Ketchup voll. Während ich euch das letzte Ticket gebe, damit wir danach weitermachen können. Da haben wir nämlich noch einiges vor uns. Ach, einiges. Wir haben gerade erst angefangen mit diesem Gebiet hier. Letztes Ticket. Ich hoffe, ihr könnt damit ein Level bekommen. Ha. Hey, schau mal! Das sind Mamukis, wa? Da sage ich jetzt lieber nichts zu. Kann ich verstehen, Mike. Kann ich verstehen. So, habt ihr noch Hunger oder wie sieht's aus? Nope. Dann fangen wir an. Mit der heutigen Folge. Genau. Du hast 150 verschiedene Lieder gehört. Cool. Kommt mir gar nicht so vor, aber cool. Auf zu Tingle. Ein Quiz machen und danach können wir mit Tiki reden. Niki. Tiki. Hey, hör mal zu. Tingle, Tingle, Kuala Lumpur. Hast du Bock auf einen weiteren Quiz? Klar. Okay, let's go. Silhouetten-Quiz. Es gibt 3 Fragen. Fangen wir an. Frage 1. Wer ist das? Das ist Danny. Da hast du recht. Cool. Frage 2. Wer ist das? Frederik. Richtig. Frage 3. Wer ist das? Miku. Yay. Wow, das war ein mega einfaches Quiz. Na egal, kriegst trotzdem Belohnung.
5 Bananen. Bye bye. Huhu. Kululimba. Als ob hier noch ein Level ist. Na, dann machen wir das halt. Hoffentlich geht das schnell. Vielleicht ist das noch ein Bonus mit einer Kiste. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich aber nicht. Tomaten, Tomaten, Tomaten sollten nicht fehlen im Garten. Und stolperst du über den Schwarzen, wird doch dein Gesicht rot wie Tomaten. Dann musst du auf den Arzt warten. Doch wenigstens hast du Tomaten. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein soll. Das lasse ich mal so stehen. Wow, da ist ein Gegner. Vier davon. Ja, sechs, genau. Genau, Mike. Zählen und stärken. Mathe 1. Bam. So lebt ihr alle noch. Ist okay. Aber aufspieß mit der Gabel. Gott, ey. Young Mike hat gar keine Verteidigung. Das müssen wir unbedingt ändern. Boom, boom. Boom. Soll ich jetzt auf den hier? Nice. Bam. So, ich bin sehr gespannt, ob wir, Level Up, heute nach rechts kommen. Durch diese Tür oder dieses Tor oder was auch immer das war. Das will ich gerne erkunden, tatsächlich. Ach, noch ein Gegner. Lass mich doch einfach durch. Blöden grünen Ploings, haut ab. Niemand mag euch. Bam. Autsch, autsch. Bam. Einer down. Jetzt die anderen beiden bitte noch. Gut gemacht, Girlfriend. Yeah, zack. Schön. Bonuserfahrung für dich, Young Mike. Die hast du dir verdient. Nice, das war ziemlich kurz. Wenn wir schon mal hier sind, könnt ihr nicht nur beide Freunde werden. Und ihr beide sehr enge Freunde. Sondern kaufen und essen. Eichelgeschoss. Da ist es ja. Super. Ganz Eicheln schießen. Yay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Buntglasblume. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Das sieht weird aus. Das sieht sehr weird aus. Das sieht wirklich seltsam aus, irgendwie. Ich lasse es, glaube ich, einfach. Manche Sachen macht es auch einfach kaputt wegen der Perücke, glaube ich auch. Schwert-Sashimi-Sternchen. Nur mit einem Schwert kann man Sashimi so dünn schneiden. Okay. Schmeckt aber nicht so. Was sagt ihr zu Schleimgelee? Nicht gut. Was sagst du dazu? Okay. Das kannst du gerne haben. Angriff für dich. Warum nicht? Angriff für dich. Warum nicht? Und du probierst bei den Faltenhonig. Ganz okay. Schön. Die werden schnell satt. Sie werden so schnell satt. Ja. Passiert. Du hast 5 verschiedene Blüten. Cool. So, jetzt lass mich auf zu Niki. Yeah. Und ein neuer Ort? Muss man da lang? Moment, muss man da lang? Oder geht's hier nicht mehr lang? Östliches Tor. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Hier geht es vorerst nicht weiter. Oh, man muss hier lang. Alles klar. Gut, dass wir hier lang gegangen sind. Hier geht's nämlich leider weiter. Und Niki, ich such dir mal kurz einen Amiibo raus, du Gute. Welche nehmen wir denn mal? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin mal gespannt. Was machst du bei Pikachu? Das ist übrigens ein hübsches Outfit, ne? Das ist ein sehr hübsches Outfit, Niki. Stimmt, Yoshi könnte ich machen. Will ich Pikachu oder Yoshi machen? Machen wir beide. Komm, warum nicht? Wir haben schon länger nicht mehr mit dir geredet. Machen wir zwei, mal. Ja. Zack, zack. Okay. So, was gibt's mir bei Pikachu? Tickets, kein Outfit, schade. Kein Pikachu-Outfit, was? Ah, sehr schade. Komm, Yoshi will ich noch gucken. Gott.
diese ganz alte Yoshi-Amiibo von Smash ist richtig nicht so gut im Vergleich zu den anderen Amiibos heutzutage. Oh, kein Problem. Hä? Achso, habe ich B gedrückt? Oh, ich habe außerdem B gedrückt. Sorry. Ah, jetzt verschwende ich Zeit damit. Das war nicht geplant. Das tut mir natürlich leid. Komm, jetzt mach. Da, Yoshi. Amiibo! Okay. Komm, gib mir ein Yoshi-Outfit. Du hast auch eins. Yeah, Yoshi-Outfit. Kann man das auch von der Farbe aus ändern? Das wäre schön, weil ich... Weiß nicht, mag dieses Yoshi. Komm, rein hier in die Höhle. Sieht aus wie so ein... Okay, jetzt kein Käse und kein Honig, sondern eher so... Was ist denn das hier? Orange, Zitrone? Ich kenne es gerade nicht richtig. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort. Ach, Zitrushöhle. Zitronen. Ja, sieht aus wie Honig. Auf geht's. Wie, was ist in dieser Höhle? Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Fehlpower und so. Na los, nicht rumstehen. Retten wir sie. In Ordnung. Aha. Interessant. Durchhalten, Zahnpasta. Ich hätte jetzt... Okay. Sie hätte jetzt... Ja. Oh, Teufelsspinne. Wie viele Augen hat das Viech? 5? Oh Gott. Weg damit. Oder ist erstmal eine Banane? Klar. Egal, dann halt so. 750 Gesichter gerettet. Schön. Oh, danke. Sieht das eigentlich eine gute Hilfe. Bisher kann ich mich nicht beschweren. Und Bonus ab. Habe ich geskippt. Na egal, dann bin ich jetzt Level 5 schon. Haha, Opfer. Lol. Hab ich richtig gelesen? Spinnen-Sushi? Lol. Bisschen Geld. Warum nicht? Und das war's schon. Ja, wie gesagt, ist mir lieber, wenn die Level kurz sind, statt dass da 20 Wege sind. Brief erhalten! Lieber Mike, ich muss nicht schlafen und wieder ganz gelanzt werden. Lieber Brief, schrieb ich ihn wirklich oder war es nur ein Traum? Dein Tamagotchi. Ich weiß es nicht, Tamagotchi. Für Level 5 mit der Klasse Blume erreicht. 57 Leute! Gut gemacht! Kriegst Upgrades von mir. Statt 180, 200 AP. Ruhezone jetzt noch ruhiger. Bei Aufenthalt in der Ruhezone erholst du dich jetzt noch viel schneller. Hoho, und bei 800 kriegst du noch was Geileres. Hohoho. Okay. Aha, was geht denn hier Schönes ab? La la la. Girlfriend singt ein Lied. Yeah, oh yeah. Das ist einfach... Junge, rechts müsste jetzt einfach Boyfriend sein. Dann hätte das so gut gepasst. Oh Mann, er hätte jetzt einfach Boyfriend sein müssen. Ja, würde ich sagen, frisst ihr noch ein bisschen was? Spinnen-Sushi-Sternchen, unglaublich, aber frittierte Spinne ist sehr aromatisch. Young Mike, was sagst du dazu? Geil? Okay. Du kannst gerne Kobolde essen hier. Bratpilze probieren. Und Gorilla-Shake trinke ich mal. Das ist ganz nice. Okay, was sagst du dazu? Ganz nice. Okay. Gut. Dann machen wir halt weiter. Nach links und nach rechts geht es jetzt. Oh, da oben ist wieder Isaac. Jetzt darf ich nicht einfach das Spiel wieder ausmachen. Ich möchte endlich mal wieder mit Isaac reden. Letztes Mal in dieser Pyramide konnte ich mit ihm nicht mehr reden, weil ich dann, nachdem ich das Spiel restartet habe, war er nicht mehr da. Diesmal wird es hoffentlich nicht mehr so. Ich habe die Befürchtung, gibt es wieder mehrere Wege. Und warum gehen wir rückwärts? Fragen über Fragen. Und ihr seid doch gar nichts. Haut ab. Komm, One-Hit alle. Naja, nicht alle, aber die meisten. Spitzenleistung, wow. Das Junge, ich finde mich cool. Ah! Ah! Das war eigentlich ziemlich hilfreich. Danke. Dum, 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 dum,
Wildes Geballer! Ballere wild um dich, trifft zufällige Gegner und manchmal Freunde. Oh, das ist nicht gut, aber es hört sich cool an. Okay. Tollen Nudelgeschmack hat Zelda. Okay, wenn du meinst. Den rechten. Autsch. Das war eine Falle. Mies. Okay, gehen wir nach oben. Interessanten Weg, den wir hier gehen in diesem Level. Muss ich nicht verstehen, glaube ich. Bam. So, Zahnpasta hilft mit. Bam. Und sie hilft auch mit, die Soldo. Schön. Bam, badabam, badabam, badabababam. Ist hier das Ende? Oder kommt hier noch was? Cutscene. Hier gibt es überall Fruchtsaft, soweit das Auge reicht. Ich sollte herziehen. Dann könnte ich jederzeit welchen trinken. Dann würde dir aber schnell die Lust daran vergehen. Ah, du hast wohl recht. Was man täglich haben kann, weiß man oft gar nicht zu schätzen. Zum Beispiel Monster. Ja, ihr beiden mögt es wohl, Monster zu plätten, ja? Das ist doch cool. Yeah. Level 5 mit Unhold erreicht. Level 5 mit Panzer erreicht. Cool. Jetzt wollen die wieder schlafen, aber ihr wacht bitte auf und wollt was kaufen. Yeah. Du willst es ein Pünktchenblümchen haben, ja? Wie sieht denn das aus? Mit den verschiedenen Farben. Okay. Sieht aus wie ein Schlafanzug. Also sieht wirklich aus wie ein Schlafanzug. Ist mir ein bisschen zu hell. Man kann die Farben kaum erkennen, deshalb mag ich es nicht so. Holzpanzer, das ist cool. Das ist actually ziemlich cool. Ja, das kannst du gerne haben. Aber natürlich dann in einer schönen Farbe. In der Farbe zum Beispiel ist ganz cool. Vor allem mit der Eichel passt das ziemlich gut. Und du? Fledermaus-Kostüm. Aha. Wie würde das denn aussehen mit so Hörnern? Sieht man gar nicht. Hm. Warum nicht? Warum nicht? Na? Kann man machen. So, futtern wir noch schnell. Wir futtern jetzt noch schnell. Ja. Yeah. Dann schnell. Yeah. Das mag niemand, schade. Ich habe nämlich so viele von denen und niemand mag die. Magst du das? Das magst du nicht. Magst du das? Das magst du auch überhaupt nicht. Magst du zumindest das? Ja. Gut. Und magst du das? Ja. Gut. Und magst du das? Ja. Gut. Okay. Dann weiter. Weiter geht's. Dann haben wir noch eine Zeit. Ich glaube, für ein Level hätten wir noch genug Zeit. Ich glaube, das würde noch gehen schnell. Zum Beispiel... mit Isaac reden! Das will ich noch schnell machen. Bevor ich es nicht mehr kann. Ach, das sind aber noch blöde Gegner, die nerven müssen. Dann nervt halt schneller! Mein Gott! Ah, schnaub ich weg! Bonuserfahrung, die kriegst jetzt diesmal du. Ein Marshmallow, okay. Bin mal gespannt, wie das den Leuten gefallen wird. Isaac! Kribbel, kribbel. Diese Flüssigkeit duftet wirklich wundervoll. Ob ich davon kosten sollte, vielleicht keine gute Idee. Du bist schon wieder. Du erinnerst dich doch an mich, oder? Ich bin Isaac, Grübler und Forscher. Ich erforsche ganz forsch die geheimnisvollsten Winkel der Welt ganz forsch. Zur Feier unseres Wiedersehens will ich dir dies geben. Seltsame Platte erhalten. Das haben wir sich. Okay. Was ich damit wohl machen kann, ich habe keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Hat ja aber so angehört, als ich das Item bekommen habe, als wäre das irgendwie so ein Key-Item, so ein richtig wichtiges.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, was will denn der Isaac in der Pyramide bitte gegeben haben? Weird. Sehr, sehr weird, wenn ihr mich fragt. Aber wer hat mich schon gefragt, ne? Jeder kriegt ein Level-Up noch. Luftstoß gelernt, dann fessle einen kleinen Sturm und blase einen Gegner weg. Okay, cool. Muss ich mal ausprobieren. Süßes Geflüster gelernt, schwindle deinen Gegner an, um ihn abzulenken. Okay. Und du nichts. Okay. Okay, 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 okay. Eine Truhe, bevor wir aufhören. Omelettes. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Miitopia.